Das Mic hing ich an den Nagel, weil ich dachte, dass ich sterben muss. Doch wahrscheinlich denke ich um drei Ecken wie ein Kerberus. Ich hab Probleme von Cannabis, aber schaff es ohne Therapiestunden. Meine neuen Geistesblitze werden mich nicht umbringen. Nach wie vor, mein Verfolgungswahn lässt nach wie Sport. Das Pontal ist mindestens so Hip-Hop wie Nord. Mein Wunschfeature ist immer noch Fabian Römer. Seine Musik hat viele meiner Tage verschönert. Ich wohne in Haus Nummer 7, was mir aber bisher kein Glück bringt. Den Lärmpegel versuche ich immer zu berücksichtigen. Still und heimlich texte ich fleißig und achte darauf, dass genügend Inhalt dabei ist. Ich brauch keinen Erklärbär oder einen Psychiater. Was ich eigentlich bräuchte, das ist mein Vater. In der Klapse fragte ich mich, wer ich wäre ohne Rap. Hoffentlich verletze ich keinen Ehrenkodex. Mein größter Feind ist die Einsamkeit, aber in Begleitung fühle ich mich auch nicht frei. Es ist ein ewiger Kreis, wie bei der Zeit. Ich leide für mich, nicht für den Hype. Mein größter Feind ist die Einsamkeit, aber in Begleitung fühle ich mich auch nicht frei. Es ist ein ewiger Kreis, wie bei der Zeit. Ich leide für mich, nicht für den Hype. Ich vermute, meine Familie hat Angst vor meiner Fantasie, denn ich bin ein krankes Biest, das mit Punchlines schießt. Hierbei blühe ich auf wie die Buga 21. Meine Bars kacke ich wie mit Fieber Nougat ummantelt. Ich will nicht die Eins sein, wie das Kaufhaus am Anger. Bleib undercover, das Schlimmste ist, wenn man belauscht wird von Spannern. Ich bin ein Workaholic, so wie meine Schwester. Egal ob im Berufsleben oder auch beim Schreiben von Rap-Parts. Mir fällt es schwer, mich zu ändern. Ich bin klamottensüchtig, deswegen gehe ich zu H&M und kaufe Sachen kostengünstig. Trinkt man nur Marken, sind die Blicke der Leute ekelhaft. Deswegen passe ich mich an und trage das, was jeder hat. Ich kann mehr Körbe vorweisen als Amateur-Basketballspieler. Was nicht mehr normal ist, so wie 40 Grad Fieber. Im Nachnamen meiner Oma hört man das Pi. In meinem nicht, aber es wirkt mit auf Beats. Mein größter Feind ist die Einsamkeit, aber in Begleitung fühle ich mich auch nicht frei. Es ist ein ewiger Kreis, wie bei der Zeit. Ich leide für mich, nicht für den Hype. Mein größter Feind ist die Einsamkeit, aber in Begleitung fühle ich mich auch nicht frei. Es ist ein ewiger Kreis, wie bei der Zeit. Ich leide für mich, nicht für den Hype.